Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scum. 98. Gut, 99. Was soll's? So, ich dachte, ich habe gestern noch Zeit vergehen lassen bis zum Morgengrauen. Weil es war stockfinster. Ich lasse das dann so üblicherweise bei Nacht dann so laufen. Oh, ein Lichtlein. So. Ich lasse das dann so laufen nach dem Motto, auch während ich schneide, während ich rendere, da kann das ja ruhig mal. Super. So, ich habe mir vorher zwei Wasserfläschchen geholt, noch aus dem Auto. Die werde ich jetzt aussüffeln. Weil wegen Stoppwechsel. Und wir wollen ausspülen. Wir sind wieder auf über 2000% beim Natrium. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ach, wir nehmen heftig zu. Wir müssen mehr laufen, befürchte ich fast. Wir müssen mehr laufen. So, keine Ahnung, wie spät es ist. Irgendwo wird die Sonne dann schon aufgehen. Ich vermute mal irgendwo in die Richtung. Osten klingt gut für Sonnenaufgang. So, ich würde gerne die Flaschen hier deponieren. So, falls Manni mal vorbeikommt, kann er die bitte dann gerne wieder in gewohnter, gehabter Weise auffüllen. So, das Öl lege ich mir auch daher. Oh, das nehmen wir noch. Wenn wir Tabletten finden, die können wir uns reinziehen. So, und das wollen wir mal auch machen. Das stellen wir da auch auf die Waschmaschine und ein wenig Geld dazu fürs tolle Auffüllservice. Super. So. Ach komm, Moment. Einen kleinen Wein können wir noch dazwischen zwitschern. Und die Flasche können wir dann auch da herstellen. Vielen lieben Dank. So, die Überreste der Party. Wunderbar. Wunderbar. So, wir können natürlich noch... Naja, Leuchtmittel haben wir keins dabei. Wir sollten es aber jetzt auch nicht übertreiben. So, würde ich mal sagen, ich hoffe, man kann das auf YouTube einigermaßen sehen. Ich habe ja von heute und gestern auf heute alles vergessen. So, wir wollen genau da in dieses Dörfchen rechts, was so terrassenartig gebaut war. Das will ich mir... Oh, der Partyhut schaut bei dem Fenster raus. Super, super Partyhut. Beim Dachflächenfenster. So. Richtung Osten. Und irgendwann mal könnte man noch so... Oh, da ist noch Nebel, oder? Ist das Nebel? Oder sehe ich einfach schlecht? Schimmert es da hinten schon blau? Ja, da schimmert schon blau. Oh, ich habe irgendwas mit dem Wagen gerammt. Das sieht schon einigermaßen cool aus, aber das mit der Safe Zone, das werden wir dann auch noch klären. Weil irgendwie war das schon ziemlich, oh, ziemlich strange mit dem Zombie, den wir da getroffen haben. Die Zombine, damit es richtig gegendert ist. So. Das macht doch schöne Geräusche, aber sind wir jetzt so weit eigentlich? Eigentlich schon. Hier ist die Straße. Das ist die Straße. Super. So, den Wagen werden wir jetzt hier stehen lassen. Einfach so. Oh, Dankeschön. So, ich nehme mir auch ein Leuchtmittel mit. Ein kaputtes am besten. 10. Blau, ist blau gut? So, dann nehme ich das da und das da. Ein blaues, ein rotes. Und super. Jetzt schauen wir da mal in das Dorf. Was war das für ein Dorf? Wie ist der Name des Dorfes? Ja. Es ist Postira. Der Postillon ist da. Nein, Postira.
Es ist Postierer. Sehr schön. Wir freuen uns darauf, Postierer einen Besuch abzustatten. Super. So, werfen wir das schnell weg, bevor es aus ist. Da auf dem Balkon. Ob ich den treffe? Wir machen einen Test. So, ist das oben am Balkon? Ich hoffe. Hey, wie cool. Oh, das scheint sogar durch die Decke durch ins Erdgeschoss rein. So, was haben wir da gefunden? Ein Watt. Immer will ich Wapiti sagen. Egal, ich nehm's mit. Ob Wapiti oder Waitipu. So, du gehörst dann auch dazu. Nägel, nö. 90 und die Nadel. Natürlich, was haben alle Menschen im Bad? Die Nadel. So. Sehr gut. Tolles Haus, leider leer. Da ist ja auch niemand. Dabei habe ich so einen Partyhut und niemand kommt auf die Party. Schon wieder eine Sonnenbrille. Irgendwie haben die Leute in diesem Dorf ein offenes Unver... Oh, Käse. So. Ja, Trainingshose. Nö. Wir haben was viel besseres. 200. Ja, das ist natürlich jetzt. Oh ja, oh ja. So, den muss ich mitnehmen. Allein des Klischees wegen 86. Er hat keine Löcher. So, der wird da in den Wagen gepackt. So, Mädel, gib Gas. Pack den Hammer weg. So. Ja. Wagen, öffne dich. So, dann haben wir den hier. Oh, der ist viel heller. Ach, cool, da können wir dann Essen reintun. Oder, oh, ist das laut. Oder irgendwas. Wow. So. Oh, endlich mal ohne Rucksack. Wow, oh, wie schön. Endlich ohne Rucksack. Ein ganz besonderes Erlebnis. So, den ziehe ich wieder an. Den zieh ich wieder an. So, ziehe ich an, lege ich um. Wie sagt man am schönsten? So, dann haben wir hier die Waschmaschine. Nö, Bini, Bini, Bini. Nein. Ich bin auf Party aus und daher bleibt der Hut da drauf. Oh, wie schön. Ich mag das auch mit den Terrassen aufgebaut. Schön. Postierer waren wir noch nie. Postierer am Morgen. Zumindest höre ich welche. Sehen kann ich sie nicht, aber hören tue ich sie. Oh, wunderbar, eine alte Tomate. Ich esse ja auch alles, was ich sehe. Oder röchelt einer? Irgendwo röchelt einer. Upsi. Boah, nein. Verdammt. Wir haben wieder den Hammer geworfen. Hammerweitwurf. Impostierer. Und eine Runde Boxen. Ich habe keine Ahnung, wo der Hammer ist. Auf die Kehle. Auf die Kehle geschlagen. Kinnhaken. Herrlich. So, pass auf, jetzt reicht's aber. Ich habe keine Ahnung, wo der Hammer ist. Ich habe keine Ahnung, wo der Hammer ist. Verdammt.
beim Schneiden werde ich mir dann wieder denken, ach, dorthin habe ich ihn geworfen. Toll. So, schauen wir mal in die Richtung. Nö, da ist er nicht. In die Richtung? Verdammt, ohne Hammer. Keine Chance ohne Hammer. Verdammt. Verdammt, verdammt, wo ist der Hammer? Oh, ich brauche den Hammer. Wo habe ich den bloß hingeworfen? Habe ich ihn bei... Er war definitiv hier. Und es ist auch so dunkel. So, das mit der Dunkelheit können wir aber beenden. Hehe. Wozu haben wir die Leuchtmittel? Und noch dazu in Ruhe. Oh, wie cool. Oh, das sieht cool aus. Ich meine, so werde ich den Hammer natürlich auch nicht finden. Aber es sieht schon cool aus. Oh, apropos, ich habe doch sicher eine Verletzung. So, Wunde versorgen. Ich müsste aber echt den Hammer wieder finden. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. So, nehmen wir das mal. Danke. Oh, wie cool. Ich mag diese Leuchten. Oh, da könnte man so Gartengarnituren, da könnte man so Gartenpartys, Feste feiern, wie sie fallen. Wow, fast bis zum Auto. Da wo die Spitze von Partyhut jetzt hinzeigt. Wahnsinn. Ach, wie cool. So, habe ich mich jetzt verbunden eigentlich? Ja, habe ich. Super. So, gut, dann würde ich sagen, wir suchen trotzdem noch den Hammer. Eine Runde können wir ja durchaus noch Hammer laufen. So, wir laufen da mal. Leider kann man ja nicht, wenn man... Kann man ja nicht um die Kurve laufen. Ich würde es hier jetzt angezeigt. Ich wusste immer, wo er liegt. Für mich war das völlig klar, von Anfang an. So, da liegt der Leich. Herr Inspektor, ich war das nicht. Ich weiß es nicht. Sie kippte um. Sie hat noch gesagt, hilf mir. Zückte ihr Mobiltelefon und sagte, ruf ihn an, der ein Leuchtmittel hat. So, und ihre Freundin hatte auch nichts dabei. Sehr gut. So, dann gehen wir mal in das Haus. Ich glaube, inzwischen ist es schon ein wenig heller. André, so. So, wir machen da mal vorerst zu. Du darfst nicht einfach so Leute erschießen. Warum nicht? So, was haben wir da? Oh, Baumwollkapuzenpulli in schönen Farben. So, brauchen wir nicht. Wir sind zufrieden. So. Oh, da hat sich wer so in die Ecke gekuschelt. Aber das sind doch Schrotflinten-Einschusslöcher. Ja, nicht von mir. Ja, ich habe gar keine Schrotflinten. Ich weiß auch nicht, wo die herkam. Ja, klar. Nein, bitte. Oh, ein Kästchen. Irgendwie haben sie da mit sehr kurzen, knappen Hosen. So. Und einer Beanie-Mütze im Weihnachtsformat. Die werden wir jetzt da lassen. Wir haben nämlich echt genug Weihnachtszeug. So, jetzt gehen wir da rüber in das andere Haus. Oder waren wir da jetzt? Oh, und schön langsam geht die Sonne im Tal auf. Oh, wie schön.
So. Wie wär's hier? Hallo. Nö, so ein Fischerhut. Ich weiß nicht. 97er Shirt brauchen wir auch nicht. 69er, ja. Nichts gegen 69er Hosen. Nö, super, aber wenn wir eine Legging haben. So, hätten wir nichts, bräuchten wir natürlich. Bräuchten wir. So, hier. Waschmaschine noch. Apropos Waschmaschine, wie sieht denn eigentlich unser Stopfwechsel aus? Behandelt ist super, 53. Was gefällt ihm denn nicht? Sie haben wir alle, 92. 92 Kilo schon. Ich glaube, wir müssen wirklich mehr laufen. So, dann mal wieder runter. Da waren wir schon drinnen, da waren wir drinnen, da waren wir, na, da waren wir. Genau, die Fischermütze. Super. Ja, Kochtopf, ich sehe ihn und ich weiß, was man mir damit sagen möchte. Das Spiel möchte, dass ich ihn auf den Kopf setze. Nö, da nicht. So, die alten Spaghetti, das wird's jetzt. Nö. So, mal rauf, die Stufen's. Natürlich, der 54 bräuchte, also haben wir schon. Harrendrang. Balkoncheck. Oh ja. Oh ja. Ich meine, ein wenig zugebaut mit diesen terrassenüberbauten Ding da, aber schon okay so. Okay, da ist niemand. Finde ich aber auch gut. So, unten werden wir dann die Toilette. Ach, was soll's, wir werden die in einem anderen Haus benutzen. Da die Dusche, da gehen wir wieder runter. Wieso baut man da oben eine Dusche ein, in den obersten Raum da? Keine Ahnung. So. Ach, wie cool. So, da waren wir, aber wir waren doch jetzt wirklich, ach so. Wir waren überall, ich muss da gar nicht überlegen. Nein. Ah, wie schön. So, da unten sind noch ein paar Häuschen, die ich mir natürlich noch gemeinsam mit dir ansehen will. Da liegen die Damen im Vorgarten. Also ist okay. Solange es bequem ist. So, der rechts, das Häuschen haben wir noch. Und links so ein Häuschen. Da habe ich mir schon gedacht, es gibt hier keinen Eingang, aber ich möchte noch, ach wie schön da hinten. So, aber die Garage will ich mir noch ansehen. Wir wollen alles, was Postierer zu bieten hat, unter anderem eine Batterie. So, Batterie ist hier. Ach Gott. So, mit dem Käse in die Hüfttasche, der stinkende Stück. Super, wir haben eine und die ist nicht mal so schlecht. Es gibt bessere. Ja. Kann man Batterie und Batterie zusammenführen? Zusammen was zusammen? Och. So. Kann man das machen? Kann man das? Nö, kann man nicht. So, ich werde mal da den Notverband und den Notverband. Verband. So, dann haben wir da noch einen Fetzen. Was auch immer, das Bier. So, wenn ich das darauf lege. Und die Batterie daher. Ein wiederaufladbar. Da steht wiederaufladbar. Für zusammen. Du brauchst ein Ladekabel. Das glaube ich eben nicht. Das glaube ich echt nicht. So, aber letztlich haben wir keins mit. Ja. Doch, hier. So, wenn wir das da reinlegen und das da reinlegen. So, und ich nehme das Ladekabel in die Hand.
So. Nö. Ja, zerbrechen. Toll. Nein, das will ich nicht. So, so. Nö. Das geht auch nicht. Wenn ich das da dran pimp. Nee. Nein, nein, es geht einfach nicht. So. Ja, du spielst Early Access. Vielleicht ist das für später geplant. Das kann sein. So. Dann schauen wir uns die letzten zwei Häuser in Postira noch an. Oh, und schön kommt langsam die Sonne hoch. Was dachte ich, jetzt habe ich geglaubt, ein Huhn oder so. Liegt da was? Eine Haarklammer. Ganz einsam verleihen. Einsam allein und verlassen. Gemischt. Einsam verleihen. So, wir müssen natürlich was trinken, weil 60 und über 2000. Wir müssen viel trinken. Wir müssen sehr viel trinken. So, und wir sollten vielleicht die Karamellbrause gegen eine normale Wasserflasche austauschen. So, das Bier legen wir mal weg. Nö, wir brauchen kein Bier. Da ist man auf der Suche nach der Party und das Bier wird weggelegt. Ach komm, wir können es auch austrinken, oder? So, gut. So, alles trinken. Das Mädel kriegt sowas von Durchfall. So, stehst da her. Nein, Mann, ich musste nicht auf. Ja, oh Gott. Das war ein Reflex. Ich sehe einen Brunnen und muss trinken. So. Ich habe im Affekt gehandelt. So, dann nehmen wir das Hämmerchen zur Hand und suchen mal als erstes das Örtchen auf. Hallo. Oh, der Klodeckel ist zu, verdammt, was soll ich nun tun? 94, naja. Ja, wenn der Klodeckel zu ist, dann können wir hier nichts tun. So, hier ist gut. Kleidung, für sehr viele Leggings. Ich meine, wir haben Leggings. So. Und schauen wir da oben, ich brauche eine Toilette. Brauchen wir wirklich dringend? 62 und es kommt noch einiges dazu. So. So, da wäre Alkohol. Nö. So, und einen Fetzen, den können wir mitnehmen. Da ist ja nirgends was. Verdammt, und der Klodeckel war zu. Jetzt können wir da nicht auf die Toilette gehen. Wir müssen ins Nachbarhaus. Ja, aber wenn wir gerade unterwegs sind. So. Ja, trink hinter dir. Oh, da ist ja auch noch so ein Häuschen, aber das ist nur die Scheune eher, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist nur die Scheune. So. Wir gehen da gleich mal unten rein. Hallo? Ach, da war schon offen. Da waren wir drin. Okay, dann gehen wir zu dem Haus da unten und hoffen, dass da eine Toilette drin ist. Ich brauche nur ein Klo. Hat denn keiner Mitleid mit einer armen Dame? Hallo? Oh Gott sei Dank, hier ist ein Klo. So, wir machen dazu. Damit wir nicht gestört werden. Was ist denn das Schönes? Ein taktischer Pullover. Tja, so taktisch muss das alles nicht sein. Oh, wie schön. Endlich Pipi machen. Oh. So. Oh. Oh. Oh, das war notwendig. Oh, 67%. Ja. Na, was ist? Mädel. Okay. 2016 noch immer so viel. 93 Kilo. So, jetzt gehe ich nach oben. Schluss mit Party. Da ist aber niemand. Da will man mal Schluss mit Party machen und niemand ist da. Na gut. Das ist so. Aber die Sonne ist jetzt schon langsam wieder aufgegangen. Oh, wie schön. Schön.
Ah, ein Herz für Pustiere. Ein nettes Dorf, aber wenig Zombies. Wenig Zombies. Ich will ihn nicht mehr. So, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, das war's. Ah, oh, Pustiere. Wie schön. Nö, so. Party im Pustierer. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.